Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76. Mit dabei ist der Neo. Hallo. Wir sind beide alleine unterwegs. Wir machen hier so ein paar Zwischen- oder ich sag mal so ein paar Zwischenaufnahmen, so nenne ich sie mal. Und zwar so ganz Suche, ohne großartige Ereignisse. Ich habe in der vorigen Folge, ich muss mal ganz kurz hier aufräumen, damit er mir mein Camp nicht kaputt macht. Da ist noch so ein komischer Roboter. Moment, den muss ich auch noch erledigen. Gut, das war's. Die machen mir mein Camp kaputt. Ich habe ja vorhin in dem Bergwerk, wie hieß das, Golee, Gaul, keine Ahnung, irgendwie so, habe ich von einem, ich sag mal, von einem Kollegen, den wir noch kennenlernen wollen, ein Unterhebelgewehr bekommen. Und dieses Unterhebelgewehr von dem Klimason, das werde ich jetzt modden. Und anschließend habe ich vor, hier meine Werbewand neu zu tapezieren, und zwar mit meinen Waffen. Beginne Angriff. Ach, da ist schon wieder dieser komische Roboter. Ach Mann. So, das war's. Als erstes werden wir mal gucken, ob wir das, was wir aus dem Unterhebelgewehr von dem Klimason machen können. Dieser alte Da kannst du mal ein Stoff bisschen aufräumen bei zerfällt mir, zu Danilo. Oder bist du beim Staub. Schießen? Das Nein, ist das muss so schöner sein. als ein Mann. Bringt Lottogewinn. Abwechslung in den Dann Tag. ist das gut. Oh, Alter, jetzt muss ich erstmal aufräumen hier. Das geht doch gar nicht hier. Ich muss jetzt mal aufräumen. Entschuldigung. So, jetzt dürfte Ruhe sein hier. Zerschießen wir mal die Einrichtung hier. Apropos, zerschießen wir die Einrichtung. Da ist ja schon was kaputt gegangen, ne? Oder noch nicht? Ne, das war nur der Roboter, der gerade seinen Laden verlassen hat, der jetzt ja Gott sei Dank mittlerweile auch endlich Deutsch spricht, ne? Ja. Hey, hier liegt ein Verbrannter bei mir oben in der Hütte. Woran ist der denn verstorben? Siehst du den auch? Nee, wo denn? In der Küche? Direkt in der Tür, wo du eben drin gestanden hast. Nee, da ist keiner bei mir. So, mal gucken. Erstklassiger Verschluss kann ich nicht machen, weil es Blödsinn ist mit Ultrazit. Für 33. Ich kann eben so einiges machen. Ach, die Holzintarsien-Lackierung kann ich ihm ja nicht machen, weil das ja Atomjob ist. Ich werde ihm erstmal einen gucken. Nee, ich mache erstmal. Ich mache ihn erstmal bulliger. Was, jetzt ist die 29. 29, Präzision. Dann machen wir kalibrierten. Dann haben wir schon mal. Da ist sie schwerer. Was bringt das? Ach so, überlegener Schaden durch kritische Treffer. Überlegene Präzision aus der Hüfte. Und da hat sie aber eine Präzision von 72. Schaden bleibt der gleiche, aber er hat eine höhere Präzision. Also ich glaube, mache ich lieber ein. Was würdest du sagen? Überlegener Schaden durch kritische. Nee, ich mache Präzision aus der Hüfte, dann kann er auch mal ohne zu zielen ballern, ne? Kommt drauf an, ob er viel mit Watts schießt oder nicht. Ist aber Stufe 35, also Hat er er hat eine Stufe 5. nicht zu dir gesagt, wie er das gemoddet Nein. hat? Nö. Dann mach so, wie du denkst, einfach. Ja. Also, das ist auch eine Stufe 35. Er kann da eh noch nicht mit loslegen. Verlängert der Lauf. Hat er sowieso schon. Kurzer Kolben, da machen wir einen präzisen Kolben draus. Dann ist sie nochmal genauer. Standardvisier, Visier kann ich ihm nicht bauen. Die Mündung kann ich ihm nicht. Also mehr kann ich ihm auch nicht machen. Also ich habe es ihm schon soweit, ja. Ich mag ja die Unterhebelgewehre. So, der hat jetzt bei mir. Moment, Schaden. Ja, ist kein legendäres Gewehr, deswegen, alles klar. Brauche ich jetzt mich gar nicht wundern. So. Ja. Plündern So, das ist werde ich in meine Kiste wunderbar, packen. aber auch feucht und schmutzig. Und dann kriegen wir das auf die Reihe. Weggelegt. Mehr konnte ich leider nicht für ihn machen. Mal ganz kurz hier mal was antworten.
Augenblick. Kommst du da nicht immer rein oder stehst du einfach so? Geht da einfach so, wenn es gut aussieht. Das sieht verdammt gut aus. Siehst du, sage ich da. Erst wenn ich mein Licht anmache. Das sieht richtig verdammt gut aus. Hey! Gut. Der Roboter könnte den Schrott hier mal beseitigen, habe ich festgestellt. Ja, mehr Mods kann ich da nicht anbauen. Wie gesagt, ist ja auch kein legendäres Teil. Das haben wir auch hergestellt. Großmengen. Können wir noch ein bisschen was schmelzen? Ach, hier ist ja Rüstungswerkbank. Eine Rüstung könnte ich mir auch noch herstellen. Da müsste er mir aber sagen, was er braucht. Wie gesagt, die Waffe, die er da hat, die nützt ihm auch tatsächlich erst was, wenn er Level 35 ist. Ja, nun hat er eins gefunden mit dem Unterhebelgewehr, das ist schon, also das habe ich schon ein bisschen aufgepimpt. Dieser Und von diesen, die sind alle Level Stoff 50 hier, ne? zerfällt Die will ich zu jetzt umbauen. Außerdem Staub. umbauen. Das ist Hier schöner fehlt eine Waffe! als ein Lottogewinn. Wo ist die? Er hat aber schon immer gefehlt, also schon seit einer ganzen Weile habe ich die da nicht gesehen. Weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist mein. Das ist mein Eagle Eye. Das ist es. Ich bin im So, die wollte ich gerne Schimmelgewinn. draußen alle anhängen. Habe ich so überlegt. Das mache ich auch. Ach stimmt, genau, das Sniper war das. Sieht auch geil aus, wa? Mein lieber Schwede. Das Sniper, das ist alles, wie gesagt, sind alles legendäre Waffen, aber auch, ne? Aber das kann man ja auch da draußen aufhängen. Ist ja egal, oder wird's das hier drin lassen? Und lieber noch. Nee, mach mal ruhig hier alle draußen ran. Sieht bestimmt geil aus. Denn wie gesagt, das kann dir ja eh keiner wegnehmen. Schön, alle dran machen, was du hast. So, warte mal, ich muss bloß die Dinger wegnehmen. Lagern. 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 Hängt aber ganz knapp hier, ne? Du? Ja, dann stellst du nochmal ein bisschen um, oder? Habe ich ja schon. Dass es nicht so in der Luft hängt. Ja, das Das habe ich schon gemacht. noch ein Stück dahin, wo du jetzt stehst. Dass es so auf beiden Seiten ordentlich steht. Geht das? Ach so, den Rest wolltest du dran lassen. Ach so. Ja, mal gucken. So hatte ich mir das gedacht. Das Problem ist jetzt bloß. Kommst nicht ran, ne? Nein! Und, Ja.
Und ich habe Angst, ich habe eine Heidenangst, wenn ich jetzt hier eine Leiter hinbaue, dass ich die nicht abbauen kann. So, ich mache das jetzt aber anders. Mehr Schrott für den Bot. Genau. So, und jetzt baue ich das da oben um. Yeah. Und dann habe ich auch noch ein Problem hier. Das heißt, also ich müsste. Ich muss. Ich habe mir ein geiles, ein kerniges Experiment einfallen lassen hier, aber auch. Ich komme da nicht ran. Du musst da richtig. Näher ran bekommst du es nicht? Doch. Dann fängt es schon an, hier raufzusteigen hier. Ja, so muss es gehen. So, vergiss es. Guck mal, wenn ich jetzt rangehe, um da oben ranzukommen, jetzt haut's hin. Wow. So, jetzt kommt meine Waffe da. Hättest natürlich auch andersrum machen können. Du hättest einfach die Plates nehmen können mit den Waffen und hättest sie komplett da, hättest dann die Plates daran gesetzt. Das Ja, wäre die auch hätte noch ich, gegangen. ja, die hätte ich, ja, genau. Die hätte ich dann alle einzeln hochtragen müssen. Das ist auch richtig. Zuweisen. Nein! Der Müll liegt mir zu Füßen. Oh, egal. Das kriegen wir noch hin. Ich bin so ein ehrgeiziger Typ, ey. Mach's doch mit den Plates. Mach die Plates irgendwo ran, wo du rankommst. Waffe ran und dann die kompletten Plates und verlass sie da wieder Ich ran. rieche Schrott, aber nicht wirklich. Na, oder so. Jetzt müsste es aber gehen eigentlich. Ganz vorsichtig so. Ganz vorsichtig. So. Das Doofe ist, wenn du die ablegst, dann haben die auch alle eine andere, einen anderen Namen wir. So. Geil. Zuweisen. Was, da wird dann der Name wieder gelöscht? Ja, Gott sei Dank, du stell dir das mal vor, das wär nicht so. Das ist ja super. Bin ich auch ganz glücklich drüber. Das ist ja toll. Ja, eben. Weil sonst wäre das langweilig. Stell dir mal vor, der Ja. Name, das wäre doch. Pff, nee, nee. Nein, ich will da nicht drauf schießen, Spiel. So, jetzt Naja. kommt das nächste Ärgernis. Warte. Wir zwei halten zusammen wie überschüssiger Kleber.
weiß selber, dass es da in der Luft hängt. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, das Stromkabel fehlt noch. Naja, muss ich noch haben. Das kriegst du hier nicht hin, weil genau die blöde Grenze hier ist. Und wenn ich da jetzt unten noch so einen Hocker hinbaue, könnte ich ja machen, damit das ein bisschen netter aussieht, ne? Ja, dann habe ich wieder mit dem Baukram. Also dann fehlt mir wieder Baukapazität. Und da sage ich mir, boah. Ja. Was ist denn mit der Ecke hier, wo ich jetzt stehe? Kriegst du es hier an die Ecke ran? Ich komme jetzt mal. Ja, aber wegen dem Blick, ich wollte das nicht so weit vorsetzen. Ich probiere. Nee. Guck mal hier, wo die Ecke hingeht. Komm mal auf mich zu, dann sag ich dir bis, wo die Ecke geht. Dichter. Stopp! So, nee, gut, alles klar, gut. Ja, dann musst du es halt da so lassen. Pass auf, ich mach mal ein Foto, damit du es ruhig mal siehst. Hängt der Fuß halt in der Luft, dann ist es halt so. Deswegen kannst du es auch nicht noch gerader setzen. Das ist das Problem. Warte mal, ich mach mal ein Screenshot. Nicht von mir. Ihr Fluchtversuch macht alles nur noch schlimmer für Sie. Siehst du es? Ich sehe es. Ja, ist genau die Kante, ja. Ja, dann musst du es so lassen. Dann geht's nicht anders. Jetzt brauche ich noch ein paar Elektroanschlüsse. Und zwar Stromanschlüsse. Einander ist da. Das ist gut. Schleicht hier rum. Warte, geht gleich Sie los. Sind ein Stück Schrott. Das heißt, jetzt sollte es leuchten. Mag sie. Ja. Genial. Wer schießt auf mich hier? Irgendwie kommt hier, pfeift hier ein Geschoss hier. Ach, da ist er miteinander. Irgendeiner von diesen. Ja, wie gesagt, ich weiß selber, dass das in der Luft hängt. Das sieht doch gut aus hier mit den Waffen. Ja, natürlich sieht's gut aus. Ein bisschen Selbstlob muss auch sein, so. Sieht ein bisschen aus, als ob du Mitglied der Rifle Association bist. Ja, das sieht so ein bisschen. Ja, oder wie so ein Stützpunkt. Also hat schon ein bisschen was hier. Warte mal. Dieser alte Stoff zerfällt zu Staub. Das finde ich ganz genial das hier. Ist ja, sieht gut aus. Als ein Lottogewinn. Mein Schrottbot hier, der ist der Hammer. Ja, ich hätte das gerne ein bisschen weiter vorgesetzt, aber das gelingt mir nicht. Das will das Spiel nicht. Ich könnte jetzt hier so einen Fuß untersetzen wahrscheinlich. Das Problem ist das. Wenn ich jetzt hier so einen Dingensbummels untersetze, hier so einen Boden. Mal gucken, Boden. Gelagert. Ach, ich habe ja noch das Open-Schild. Das Open-Schild brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das wäre noch eine Lampe. So. Ja, dann mach das doch. Aber was für eine Lampe, für ein Licht, für ein einziges Licht. Was hänge ich jetzt hier hin? Vielleicht fällt mir noch was anderes mit ein. So, mal gucken. Boden, Z, C, Böden. Und dann hier unter, habe ich so gedacht. Ja, das wird nichts. So wie ich mir das vorgestellt habe, dass man das so ausgleichen kann. Ja, das wächst hier oben an, das kannst du hier nicht untersetzen. Du kannst hier nicht bauen. Hier wollte ich so einen Betonsockel reinhauen, weißt du? Ja. Habe ich so gedacht, das wäre ja richtig cool, aber das geht nicht. Warte mal, so. Ja, du kannst ihn an,
beamen da. Was treibt Menschen dazu, gebrauchtes Klopapier? Keine Ahnung, der hängt ja daneben. Werfen. Ja. So habe ich mir das gedacht. Ja. So dann sieht das ein bisschen netter aus. Dann kann der Roboter hier auch ins Haus gehen, weißt du? Wird hier nicht behindert. Ja, so sieht es besser aus, ja. Und ich. So, und dann hier mit meinem komischen. Das ist schon. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Okay. Ja, das stimmt. Das sieht so ein bisschen interessant. Da könnte ich auch noch eine Flagge oben raufsetzen, so wie die anderen da. Aber schon, ich meine, das ist schon ein Palast geworden hier. Das sieht wirklich aus wie. Ist ja ein Clubhaus, ne? Ja, Clubhaus kommt gut hin, ja. Ja, mal sehen, dass ich noch 50 Lampen. Dass ich noch 50 Lampen. Also, wie gesagt, das könnten sie ein bisschen erweitern. Ja, ich könnte hier diese beiden Pfeile abbauen, da hätte ich schon zwei, da kann ich schon LP für Let's Play draus machen. Die eine noch, ja, und dann hört es auch auf hier. Dann ein Scheinwerfer innen drin noch, glaube ich. Durch Mr. Pebbles ersetzen, die Beleuchtung hier drin, das kann ich noch machen, aber das ist auch alles ein Gebastel. Guck mal, diese Lampen hier, diese Poster mit diesen Beleuchtungen hier oben drüber, ne? Ja, die zählen nicht als Lampen. Die zählen nicht als Lampen und das ist genial, ja, finde ich gut. Aber das gefällt mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das ist schon klasse mit den Waffen hier draußen. Ich krieg die voran. Ach doch, ich krieg sie aus der Truhe ab. Ich krieg sie nachher bloß nicht zugewiesen. Wobei, naja, oder nimmst guck mal hier, dann wieder. Ach guck mal hier, guck mal, was habe ich mich angestrengt. Ah, siehst du, das geht auch, ja. Also ja, zur Not hätte sie Blades genommen, dann wäre es auch gegangen. Da komme ich ran. Da komme ich an den anderen und der Kuh komme ich nicht ran. Den da drunter kriege ich hin. Aber wie gesagt, das sind auch Waffen. Doch, ich komme an alle Waffen ran. Wenn ich hier auf diesen Wendigo raufsteige. Da siehst du, Problem gelöst. Yeah. Gefällt mir. Gut. Klasse. Miteinander hat das. Ohne Kommentar, ne? Ja, ist aufgegangen. Habe ich gerade gesehen, ja. Hat sich noch verabschiedet. Ja, ich weiß das ja. Deswegen, das ist alles okay. Das kenne ich ja. Ist kein Problem für mich. Ja, ich bin begeistert. Ja, siehst du, hast du gut hinbekommen. Einwandfrei. Wir zwei halten zusammen wie überschüssiger Kleber. So, wie sieht das aus jetzt hier, wenn ich aus meinem Küchenfenster rausgucke? Ach, das geht. Das geht. Ja, die Fenster, finde ich, die könnten so ruhig, also wenn man jetzt hier so neue Wände einbaut, bin ich der Meinung, könnten die Fenster jetzt durchsichtig oder und heil sein, ne? Ja. Ja, vielleicht kommt noch irgendwas, dass andere Wände noch, also neue Wände ausbringen. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, was bringe ich jetzt hier an die Wand? Ich meine, ich habe jetzt natürlich wieder genial Lagerkapazität dadurch, ne? Dass ich hier einiges raus und weggeschmissen habe. Hinter jeder Moment mal, Augenblick mal. Schätze.
So, da bin ich wieder. Ganz kurzes Telefonat geführt, sehr wichtig. Du bist auch noch da, ne, Danilo? Ja. Also, der Menander hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ist niedlich. Kann ich mal schicken. Und zwar, er kann gerade nicht weiterspielen, weil er weg muss. Okay. Oh, ist okay. Ja, gefällt mir. Ich hatte gerade noch überlegt, was ich da drin noch anbaue, aber ja, so mit diesem Ding, das gefällt mir hier. Das hat schon ein bisschen was Motel-mäßiges hier bald, ne? Ich kann mich auch von diesem Outfit hier, von diesem Aussehen, von diesem Design dieser Ich Bude bin nicht wirklich trennen, muss ich sagen. Das Schimmelhimmel. gefällt mir auch. Er ist im Schimmelhimmel, der kleine Robby Rob, der Geächtete hier. Der hat schon. Keine Sorge, Ich Jenny. überlege, ob ich hier unten auch noch so Ich eine Flacken werde anhänge, die man so mich anhängen kann, um weißt du? Sie kümmern. Ja. Oder ob das zu viel wäre. Ich meine, Ach ist du, nicht. das fällt dann auch nicht mehr auf, glaube ich. Bei meiner Bude fällt das auch nicht mehr auf, ne? Ja. So, mal schauen. Wanddekor. Da ist es. Und ich kann es anbauen. Kann ich es hier anbauen? Hier kann ich es nicht anbauen. Warum kann ich nicht das? Weil das Schild hier ein bisschen zu viel ist. Wieso kann ich das nicht anbauen? Hallo? Ich kann es hier in der Mitte anbauen. Und nicht unter die Wir Fen. Doch, jetzt. halten zusammen wie überschüssiger Kleber. Einen kann ich noch anbauen. Also nicht hier wegen. Und dann kommt das Schild aber weg hier. Nee, das hau ich weg. So, Glasscherben, Schalschrott. Ich kann hier keinen anbauen. Hier könnte ich noch einen anbauen. Hier neben kann ich keinen anbauen. Wieso kann ich hier keinen anbauen? Hallo? Dieser alte Stoff zerfällt zu Staub. Das ist schöner So. als ein Lottogewinn. Daneben das Fenster wollte ich auch noch damit schmücken, aber es gelingt mir nicht. Das ist genial. Übrigens hatte ich die Buchstaben Quincy 6860 höher und dadurch, dass ich das gesamte Werbeschild umgestellt habe, diese Werbeplakate, ist das irgendwie nach unten gerutscht und hat sich verändert, ne? Aha, okay. Tja. Ja, wer weiß. Gut. Ich bin begeistert. Ja, dann möchte ich mich hiermit auch schon wieder verabschieden und verbleibe bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.